Hallo Kackbratzen. Die Juren-Filme und hiermit meine ich die japanischen Originale und nicht etwa das Remake mit Buffy der Vampirjägerin, waren seinerzeit nicht nur Meilensteine im Horrorgenre, sondern gehören definitiv zu meinen Lieblingsfilmen. Sie sorgten auf erfrischende Weise für echten Schrecken mit schrecklichen Geschichten über rachsüchtige Geister, die die Orte ihres körperlichen Ablebens heimsuchen. Ich möchte diejenigen unter euch, die warum auch immer noch nie einen Juon-Film gesehen haben, natürlich nicht dumm sterben lassen. Das Konzept von Juon besteht darin, dass ein mächtiger Fluch an einen Ort gebunden wird, an dem jemand schrecklich ermordet wurde. Wer sich an diesen Ort wagt, kann den Fluch wie ein Virus anderswo verbreiten. Vorausgesetzt, man überlebt die Begegnung mit den dort lebenden rachsüchtigen Geistern und entkommt. Die Filme sind moderne Horrorklassiker und sind wirklich gruselig, ohne blutig zu sein. Die Atmosphäre und die Stimmung sind wirklich der Stoff für Albträume. Und allein wenn ich an das denke, fließt mir das Arschwasser in der Kimme zusammen. Wenn ihr nun Fans der Filme seid, wird es euch vermutlich sicherlich freuen, wenn ich euch sage, dass es vor mehr als einem Jahrzehnt auch ein gleichnamiges Videospiel gab. Aber die Freude wird nicht von langer Dauer sein. Denn der Juon-Angst-Simulator, beziehungsweise der Spukhaus-Simulator, wurde damals nur für die Nintendo Wii veröffentlicht. Ja, ich kann mir jetzt eure enttäuschten Hackfressen lebhaft vorstellen. Trotzdem versucht Juon auf der Wii so gut es geht euch Angst einzujagen. Es ist ein Horrorspiel, das einem nicht bei der Hand nimmt. Es gibt keine Waffen, keine Heilgegenstände und keinen Lebensenergiebalken. Dafür gibt es eine Taschenlampe, eine Batterienzeige und gesteuert wird das mit dem fast schlimmsten Controller aller Zeiten. Und hier beginnt der wahre Horror. Wenn man die CD ins Laufwerk schiebt, ist alles noch in Ordnung, solange euer Laufwerk nicht dieselben Geräusche macht, als hätte sich Sadako darin ein Nest gebaut. Das Intro gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Und nachdem wir dem Spiel mitgeteilt haben, ob wir Männchen oder Weibchen sind und welches Sternzeichen wir haben, kann's auch schon losgehen. Ausnahmsweise will man in einem japanischen Spiel mal nicht eure Blutgruppe wissen. Meine ist übrigens Kaffee. Juon, das gruseligste Wii-Spiel aller Zeiten, ist in verschiedene Episoden mit jeweils verschiedenen Szenarien aufgeteilt. Die erste Folge führt uns in ein verlassenes Fabrikgebäude, um dort unseren Hund zu suchen, und wir können uns schon mal ganz langsam mit der Steuerung vertraut machen. Juon ist jetzt an sich nicht unbedingt gruselig. Hardcore-Horror-Fans werden es vermutlich zum Gähnen finden. Aber wenn ihr schon zu der Art Leuten gehört, die auch die Juon-Filme mit euren Händen vor den Augen gesehen habt, dann gibt es durchaus einige Momente, die euch ein wenig Angst einjagen werden. Die meisten Dinge sind allerdings harmlos, wie etwa Türen, die sich von alleine schließen, gruselig lange und ungewaschene Haare, die unter den Türen auftauchen, Dinge, die zu Boden fallen, oder Geister, die plötzlich vor euch stehen und eigentlich nur ihren eigenen Dingen nachgehen wollen. Es ist nicht das typische Survival-Horror-Spiel, in dem ihr euren Gegnern eine Kugel zwischen die Augen ballert. Es ist mehr so eine Art Casual-Mutprobe, die allerdings aufgrund der käsigen Steuerung eher zu einer Frustprobe mutiert. Wie erwähnt, ist man nur mit einer Taschenlampe bewaffnet, die wir durch das Rumfuchteln der Wii Remote steuern können. Soweit so gut. Juon verschwendet keine Zeit, um euch zu erklären, wie man das Spiel steuern soll. Vielleicht ging man davon aus, dass der Spieler aufmerksam das Handbuch liest. Mit der B-Taste bewegt man sich jedenfalls vorwärts, drückt man nach unten auf dem Steuerkreuz, geht man rückwärts und mit der A-Taste kann man mit den verschiedenen Objekten im Spiel interagieren. Wer seinen Controller mit Wucht zur Seite donnert, kann seinen Charakter um 180 Grad drehen, achtet aber darauf, dass sich neben euch keine Katze oder eine weitere Person befindet, um ein ungewolltes Handgemenge zu vermeiden. Wie ihr es vielleicht vermutet habt, ist die Steuerung der wahre Horror im Spiel. Im Prinzip kann man sich an die Tastenbelegung ja noch ganz gut gewöhnen, aber man kann den B-Knopf auch noch so hart drücken. Unser Charakter wird sich trotzdem nur wie eine Schnecke mit einer Überdosis Valium durch das Level bewegen. Ich weiß. Die Langsamkeit sorgt für den stimmigen Spannungsaufbau, denn würde man durch die leeren Gänge laufen, würde man niemals in den Genuss des wahren Horrors kommen. Juon wäre vermutlich ohne der Wii besser dran gewesen, denn dank der krankhaften Steuerung bewegt man sich nur sehr mühsam durch die dunklen Level. Auch die Taschenlampe fühlt sich eher so an, als ob man mit einem Baumstamm durch die Gegend wandert. Es fühlt sich nicht so reaktionsschnell an, wie man es sich wünscht, was eben ein klein wenig Frust bedeutet. Und auch die 180-Grad-Drehung lässt zu wünschen übrig. Hätte man das Spiel doch nur für eine echte Konsole entwickelt, wäre wirklich alles halb so schlimm. Während man nun durch die dunklen Räume schleicht, wird man relativ schnell die lustigen weißen Kästchen am unteren linken Bildschirmrand erkennen. Diese Kästchen zeigen euch den Ladezustand der Batterien eurer Taschenlampe an.
Die Batterien sorgen für zusätzliche Dringlichkeit, denn man sollte ein Level beendet haben, bevor der Saft zu Ende geht. Sind die Akkus vorher leer, ist das Spiel vorbei und ihr müsst die Episode von vorne beginnen. Und jetzt habt ihr vielleicht ein klitzekleines Problem erkannt. Da sich unser Charakter eben nur im Schneckentempo fortbewegt, ist diese Gameplay-Mechanik Frust pur. Auch wenn es im Level keine nennenswerten Kontrollpunkte gibt, ist der erneute Durchlauf nur halb so schlimm. Alle Schockmomente befinden sich am gleichen Ort und werden auch jedes Mal gleich ausgelöst und mit der Zeit wird man auch ein Level mit verbundenen Augen abschließen können. Außer ihr habt das Erinnerungsvermögen einer Stubenfliege. Wird einer dieser Fluch-Schockmomente ausgelöst, ist es Zeit zu handeln. Man hat jedes Mal ein paar Sekunden Zeit, um seinen Charakter aus der Notlage zu befreien. Und wie macht man das? Mit der Bewegungssteuerung. Auf dem Bildschirm tauchen lustige kleine Pfeile auf, in dessen Richtung ihr nun den Controller werfen müsst. Ich muss vermutlich nicht hinzufügen, dass ihr vorher eure Infrarotleiste auch richtig justiert habt, denn sonst artet das Gameplay in einer mittelprächtigen Katastrophe aus, da wie gesagt ohnehin nicht alles so wirklich reaktionsschnell funktioniert. Werden die Pfeile jedenfalls grün, habt ihr alles richtig gemacht. Sind die Pfeile rot, habt ihr was vermasselt. Wie gesagt, liegt das aber nicht in erster Linie daran, dass ihr unegale Kackbratzen habt, sondern weil die Steuerung leicht madig ist. Macht euch also keine Sorgen. Rote Pfeile wollt ihr jedenfalls vermeiden, da diese zu einem Bildschirmtod führen und ihr das Level von vorne starten müsst. Und das bedeutet, dass ihr euch abermals langsam durch die dunklen Gänge arbeitet, um Batterien für eure Taschenlampe zu finden, die man ohnehin wie gesagt mit der Zeit auch mit geschlossenen Augen finden wird, um nach circa einer Viertelstunde das Ende einer Episode zu erreichen. Insgesamt ist das auch schon der ganze Spielinhalt. Man schleicht, sucht nach Batterien oder verstreuten Schlüsseln, um Türen zu öffnen, wehrt Fluch-Schock-Momente ab und versucht dabei den Controller nicht in den Fernseher zu donnern. Denkt an die kleine Handschlaufe. In der vierten Episode gibt es jedoch einen großen Unterschied. Die Farbe der Batterien, die ihr finden müsst, ändert sich. Trotz der vielleicht madigen Steuerung und den wie typischen Einschränkungen schafft es Yuan trotzdem mit seinen dunklen und gruseligen Schauplätzen und im ersten Durchlauf unerwarteten Schreckmomenten für eine dichte Atmosphäre. Hier hat man wirklich eine fast perfekte Arbeit abgeliefert, auch wenn das Spiel am Ende es nicht wirklich schafft, zu 100% beängstigend zu sein. Es gibt zwar das kleine tödliche und ziemlich rachsüchtige Geistermädchen, das nichts sehnlicher möchte, als euch das Gesicht abzureißen und ihren kleinen bizarren Bruder, der eigentlich nur dumm rumhockt und wie eine Katze miaut. Es fehlt eben das gewisse Etwas. Wer möchte, kann Ju-On auch mit einer zweiten Person zusammenspielen. Wahlweise natürlich auch mit einer Katze, die in der Lage ist, einen Knopf zu drücken. Während Spieler 1 sich durch das dunkle Level quält, kann Spieler 2 auf Tastendruck Jumpscares auslösen. Um ein Dauerfeuer zu vermeiden, muss man allerdings eine 15-sekündige Cooldown-Phase abwarten. Das alles wirkt auf Dauer nicht unbedingt schrecklich. Das Einzige, was man verspürt, ist noch mehr Frust, da der Spielablauf nur noch mehr verlangsamt wird. Falls ihr es noch nicht schon längst vergessen habt. Zu Beginn des Spiels wird der Spieler nach seinem Sternzeichen gefragt und das hat einen Grund. Am Ende jeder Episode erhalten Spieler eine Rangliste nach Angst- und Weichheitsfaktor, die ihrerseits Aufschluss geben, wie gut ihr ein Level erkundet oder wie sehr ihr mit dem Controller gewackelt habt, weil ihr euch vermutlich vor Angst in die Hosen gemacht habt. Frust spielt leider keine Rolle. Jedenfalls möchte euch das Spiel erklären, welchen Zusammenhang nun euer Sternzeichen mit eurer Spielweise hat. Das ist total wissenschaftlich fundierter Kram, den man schon immer in einem Horrorspiel vermisst hat. Natürlich gibt es in Ju-On auch jede Menge Grafik. Die ist leider eben nicht ganz so gut, was jetzt aber nicht am Entwickler liegt, sondern eben an der Wii. Und trotzdem muss man das Ergebnis loben, denn obwohl die kleine weiße Nintendo-Konsole die Leistung einer mittleren Bratkartoffel hat, hat man einen ziemlich guten Pixelbrei gezaubert. Es sieht für diese minimalen Verhältnisse also ziemlich gut aus, wie sich das Licht der Taschenlampe durch die Dunkelheit kämpft und wie das Licht auch von den diversen Objekten reflektiert wird und Schatten wirft. Der Radius des Lichts eurer Taschenlampe sieht aber eher so aus, als hätte man den Kreis ganz grob mit einer Kettensäge ausgeschnitten. Manchmal kommt es vor, dass man schneller einen Raum betritt, bevor die Grafik ihren Arbeitsplatz erreicht, was eben Wände unsichtbar erscheinen lässt. Und manchmal kommt es vor, dass das Spiel kurz ins Stottern gerät und man nicht weiß, ob die CD nachladen muss oder ob das Spiel eingefroren ist.
Die Soundeffekte im Spiel sind aber ganz angemessen, tragen aber nicht wirklich dazu bei, das Erlebnis wirklich gruselig zu machen. Hauptsächlich hört man seine Schritte und die Musik setzt auch nur dann ein, wenn irgendwas Bedeutsames passiert. Es ist dann genau dieser Moment, in dem man die Kontrolle über die Kamera verliert, da sie eigenmächtig den Fokus auf das Geschehen setzt, damit der Spieler die wenigen gruseligen Momente auch wirklich nicht verpasst. Die Idee ist zwar ganz nett, aber man vernichtet damit komplett den Horror. Insgesamt kann man sagen, dass Ju-On durchaus Potenzial hat. Leider ist das Spiel eben auf der Wii gefangen und so funktioniert der Horror auch nur mit gewissen Einschränkungen. Als Casual-Horror-Fan und Nintendo-Liebhaber führt vermutlich kein Weg um diese kleine Mutprobe herum. Auch als Fan der Filme kann man noch etwas Spaß empfinden, aber alle anderen können gerne einen Bogen um Ju-On machen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.